Das mit dem Ratata ist mir ein bisschen too much, muss ich sagen. Das ist ein bisschen zu. Also hier fand ich, der Star war hier ganz klar das Video, finde ich. Weil das ja auch thematisch passt. So Free Spirit ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dieser ganzen Digitalisierung, sondern Free Spirit ist ja eher so zurück zu den guten Werten, zurück zur Menschlichkeit. Jo. Ich bin's nochmal. So wie ich gerade schon gesagt habe, bei Blutmond reagiere ich jetzt auch noch auf Shut Up Money, einen Track, den ich nicht so ganz erwischt habe. Aber Kollege, wie gesagt, droppt ja ziemlich viel. Free Spirit, wie ich schon sagte, das geilste Album überhaupt. Sehr, sehr deep. Und jetzt reagiere ich, wie gesagt, nochmal auf Shut Up Money. Im ersten Frame sieht man schon so ein bisschen den Stil, den das Ganze verfolgt. Wir sehen den DeLorean, alles so ein bisschen auf Retro gemacht. Wir sehen Neonlichter. Die Gestaltung gefällt mir ziemlich gut, kann man sich denken. Ansonsten, ja, wir schauen rein und ich wünsche euch wie immer viel Spaß mit der Reaction. Alright, let's go. Also jetzt schön Hammer-Style, finde ich sehr, sehr nice. Krass, ey. Ich habe ja gerade schon bei Blutmond gesagt, ich finde geil, dass Kollega so ein bisschen diesen digitalen modernen Stil und so ein bisschen Vorreiter von dieser ganzen Szene sein könnte, weil er wirklich krass in diese, ja, Cyberpunk, Steampunk Kerbe schlägt, was ich ziemlich feier. Deswegen, ich bin mal gespannt, vielleicht wird Kollega da so ein bisschen so ein Vorreiter, was diese ganze Entwicklung angeht und verpackt das so ein bisschen mit Rap. Mimik auf Minusgraden, nie mehr Feelings, wieder mal nur Kälte. Das in Kanada, Einflüsse wie die Niagara-Fälle. Libos liefern auf die Schnelle, Kokain an die Kartelle. Letzte Übergabestelle, ne Familiengrabkapelle. Geil, auf jeden Fall der Inhalt schon vom Rap. Ich finde auch lustig, dass man hier gerade nur Silberpapier sieht. Du Goldgetter und Millionen Scheffler, reden wir alle nach dem Mund wie Synchronsprecher. Alles Showmaker, Fakeness regiert. Du siehst, wer deine Brüder sind, wenn es regnet und stürmt. Besser wach auf, diese Welt ist verkommen. Rote Pille statt rosa-rote Brille wie Elton John. Ich steh selbst meinen Mann, handel mit Bedacht. Arsenal im Waffenschrank, scharfe ganz wie Daisy Duck. Tagsüber Dawn Life, nachts hab ich Albträume. Falsche Freunde machen Auge überall wie ne Waldeule. Deshalb hat mein Anwesen Metallzäune. Ich hab Shut Up Money, warum stehst du da wie ne Salzsäule? Shut Up Money, pack den Benz sofort. Ich hab Shut Up Money, bitte kein Smalltalk. Shut Up Money, was ich will, das passiert. Friss mein Geld und mach schnell, bitte nicht diskutieren. Ratatata, mach die Geldzählmaschine. Shut Up Money, ratatata, mach die Geldzählmaschine. Shut Up Money, ratatata, mach die Geldzählmaschine. Shut Up Money, ratatata, mach die Geldzählmaschine. Mach die ratatata. Ich weiß gar nicht, wann ich unterbrechen soll. Also, wie gesagt, den ganzen Style feiere ich ziemlich hart mit dem DeLorean im Hintergrund, so diese ganze auch ja, Videogestaltung, das Color Grading und so weiter. Und natürlich auch die Lines von Kollega, ganz klar. Ich finde, wie gesagt, sehr, sehr cool, dass er diesen Stil fährt und dass er, wie gesagt, so ein kleiner Vorreiter sein könnte, was diesen ganzen digitalen Mist angeht. Weil das ja auch thematisch passt. So Free Spirit ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dieser ganzen Digitalisierung, sondern Free Spirit ist ja eher so zurück zu den guten Werten, zurück zur Menschlichkeit, zurück zur Freiheit. Und dieses digitale Gefängnis und so, in was wir ja auch so ein bisschen in der Gesellschaft eintreten, das ist ja eigentlich genau das Gegenteil, ja. Also deswegen finde ich diese Thematik ziemlich verschachtelt, kontrastreich, aber sehr, sehr nice. Mach die Geldzählmaschine, Baby, stärkt mir den Rücken, wie Wellness-Termine, Schnellschussmagazine, für jeden, der was will. Ich hab es. Und ich habe das Gefühl, dass er so einen Deal mit Effekt hat. Das sehe ich jetzt schon, ich glaube, zum zweiten Mal oder dritten Mal. Für jeden, der was will. Ich hab es nie gewollt, doch unser Leben ist ein Film. Großer Name auf der. Zumindest das Leben von Kollega. Und er sagt ja immer so ein bisschen, ja, geht nach vorne, macht was aus eurem Leben. Also Kollega will vielleicht auch, dass wir unseren eigenen Film fahren. Leben ist ein Film. Großer Name auf der Street, Walk of Fame. Gegen den Wirt, komm durchs Leben. Am Kiezblock, no rain. Kilo für Kilo für Kilo Cocaine. Yeah, Aufwand des Todes, wie meine Tierkopftrophäen. Sie. So, Drogenthematik hat man eigentlich in der letzten Zeit vom Kollegen so gut wie gar nicht mehr gehört. Deswegen ist total komisch, das jetzt auf einmal zu hören. Kopftrophäen, Ziehstoff ins Brain, opferte Nächte für den Scheiß, wollte from head to toe voll Eis wie ne Gletschermumie sein. Splatter-Movie-Style, Terminator, Blutbad, Ego-Perspektive wie im First-Person-Shooter, mach dich endlich nützlich. Der war geil. Also war recht einfacher Rhyme, aber war cool auf dem Beat. Ich endlich nützlich, hol mir Milkshakes,
zum Ohr hat Money, so wie Bill Gates. Locker aus der Hüfte wie Kobe. Und die Bill Gates Line habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Die muss ich immer zurückspulen. Gates, locker aus der, ich hol mir Milkshakes. Katsumo hat Shoutout Money, so wie Bill Gates. Locker aus der Hüfte wie Koberin Steaks. Trophy Rapper, Shoutout Money in ihr Modeprinz Face. Shoutout Money, pack den Benz sofort, ich hab Shoutout Money. Bitte kein Smalltalk, Shoutout Money. Was ich will, das passiert, friss mein Geld und mach schnell, bitte nicht diskutieren. Ratatatata, mach die Geldzählmaschine, Shoutout Money. Ratatatata, mach die Geldzählmaschine, Shoutout Money. Ratatatata, mach die Geldzählmaschine, Shoutout Money. Ratatatata, mach die Rata, mach die. Das mit dem Ratata ist mir ein bisschen too much, muss ich sagen. Das ist ein bisschen zu übertrieben, aber der Rest. Wie gesagt, sehr, sehr nice. Er sieht halt auch aus wie der letzte Cyberpunk-Boss, ja. Oder wie irgend so ein von irgendeinem Videospiel, irgendein Endboss. Also kein Zwischenboss natürlich, sondern wirklich der Endboss dann. Und was in aller Welt soll eigentlich dieses Gerät, was übelst abgespaced aussieht? Ich glaube, es soll einfach nur so digital wie möglich aussehen. Also hier fand ich, der Star war hier ganz klar das Video, finde ich. So, weil erstmal sich so ein DeLorean ranzuholen, auch dieses ganze Color Grading, ja, also wie die Farben in Szene gesetzt sind und so weiter, dieses ganze Grün-Gelbe sieht man jetzt hier überwiegend, ist sehr, sehr filmisch, sehr, sehr cool. Sehr, sehr, ja, wie gesagt, Steampunk-Vibes, Cyberpunk-Vibes. Ich weiß nicht, was ich dazu, wie sie das ausdrücken soll. Aber so dieser ganze Digital Spirit hätte er auch sein Album nennen können, ja. Aber das, was ich eben vorhin auch schon gesagt habe, es ist so ein bisschen der Kontrast zu Free Spirit, ja. Denn wer sich so ein bisschen auch mit der Thematik beschäftigt und so weiter, vielleicht das ein oder andere Interview von Kollegen sich auch eingezogen hat, wo es auch darum geht, wo, in welche Richtung dreht sich so ein bisschen unsere Welt, vor allem in Richtung Digitalisierung, dann ist es genau das Gegenteil zu Free Spirit und deswegen finde ich das so total interessant, dass er dann auch solche Tracks macht, ja, obwohl eigentlich die Message, die er so ein bisschen eigentlich befürwortet oder vielleicht in die Mitte rücken will, eigentlich eine ganz andere ist, ja. Also geht raus, macht was euch, aus euch und so weiter, ja. Aber sehr, sehr cool, sehr interessante Thematik und genau deswegen finde ich auch Kollega mit einer der, ja, interessantesten Rapper und deswegen ist Free Spirit auch das beste Album. So, genug gequatscht, ihr könnt gerne drunter schreiben, wie ihr den Track fandet oder auch meine Reaction, ansonsten wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal, euer Jay. Ciao, ciao.